Den hier baute Audi ganze 10 Jahre lang, den Audi A3 der Baureihe 8P bzw. 8PA, den Audi A3 Sportback. Aber ob der genauso zuverlässig ist wie beliebt, das erfahrt ihr heute im manuellen Test. Von 2003 bis 2013 konntet ihr euch für einen Neuwagen der Baureihe Audi A3 8P entscheiden. Da konntet ihr wählen zwischen einem Dreitürer, der kam als erster raus, kurze Zeit später folgte der Fünftürer namens Sportback und dann zum zweiten größeren Facelift folgte das Audi A3 Cabrio. Alle Varianten basieren auf der Plattform PQ35. Das ist sozusagen der Vorgänger vom modularen Querbaukasten, auf dem basiert zum Beispiel auch der VW Golf 5. Größere Facelifts für die Baureihe 8P gab es dann 2005 und 2008, aber die Baureihe A3 gibt es natürlich schon viel länger. Seit 1996, da kam die erste Generation auf den Markt. Lasst uns mit dem Design an der Front starten und da haben wir ein zentrales Design. Sein Element des Audi A3 Sportback, nämlich den Single-Frame-Kühlergrill. Der A3 war damals eins der ersten Modelle, welches diesen großen Kühlergrill bekam und seitdem, ihr kennt es, ist er immer größer geworden. Wir haben bei dem Modell hier ganz normale Halogenscheinwerfer gegen Aufpreis, habt ihr aber auch Xenon-Scheinwerfer bekommen. Unser Modell hat zudem noch nachgerüstete Tagfahrleuchten, die sind Geschmackssache, aber das wäre auch kein großer Aufwand, die wieder zurückzurüsten. Wenn es um Autos geht, fällt der Begriff zeitlos sehr schnell, aber beim Audi A3 passt das, finde ich auch, denn wir haben ein wirklich zeitloses Design. Wir haben Linien, die auch heute noch nicht altmodisch wirken. Ein bisschen überholt wirken nur diese Klapptürgriffe, auf die setzt der Audi noch lange. Audi sagte damals aus aerodynamischen Gründen, Design besser als die Bügeltürgriffe. Ein bisschen Geschmackssache, finde ich, sind die nachgerüsteten Alufelgen im Fake-Mercedes-Design. Die müssen nicht sein, da kann man aber ganz einfach Abhilfe schaffen. Ein paar schöne gebrauchte S-Line-Felgen und der Wagen sieht viel schöner aus. Wir haben zudem eine Außenlackierung, die ganz schön ist. Wir haben nämlich das Acroia Silber Metallic. Ein bisschen Expertenwissen für euch beim nächsten Mal Autoraten auf der Autobahn. Ihr erkennt den A3 Sportback von hinten an den doppelten Rückleuchten. Beim normalen A3, bei dem Dreitürer, habt ihr einteilige Rückleuchten. Auch das Heck, finde ich, von der Sache her, wirkt richtig schön zeitlos und auch heute noch modern. Der A3 wurde lange angeboten, daher gab es auch massenweise Motoren für das Auto. Wir fangen an bei den Dieseln bei 90 bis 170 PS und bei den Benzinern von 102 bis zu 340 PS. Das ist natürlich dann der Audi RS3. Das Ganze konntet ihr kombinieren mit 5- oder 6-Gang Handschaltgetrieben, einer 6-Gang Tiptronic oder einer 6- oder 7-Gang S-Tronic. Und ihr könntet natürlich wählen zwischen dem Frontantrieb und dem Audi Quattro Allradantrieb. Wir haben heute aber dabei den 1,6 Liter FSI Benzin-Direkteinspritzer Saugmotor. Der bringt 116 PS mit und ein maximales Drehmoment von 155 Newtonmeter. Er braucht 11 Sekunden auf 100 und erreicht maximal 196 km/h. Laut Audi soll er ungefähr 6,5 Liter auf 100 km verbrauchen. Im Alltag sind Erfahrungswerte aber meistens so ungefähr 2 Liter darüber. Dann lasst uns mal einsteigen in den Audi A3, in den Premium-Kompaktwagen. Wir haben den Schlüssel parat. Das ist der typische Audi-Klappschlüssel. Ihr könnt den Schlüssel hier ausklappen und wir haben drei Tasten. Wir betätigen mal öffnen. Oder können wir hier über die Klapptürgriffe, wie gesagt, den Innenraum erreichen. Die Türen sind auch recht leicht. Und wir können recht einfach einsteigen. Wir haben keinen Van, aber trotzdem geht das hier in Ordnung. Und die Tür auch ganz einfach schließen. Dann schaut mal drüber über den kompletten Instrumententräger des Audi A3. Ich finde den Wagen zeitlos, auch von innen, und heute finde ich den Wagen noch zeitlos. Klar, heute haben wir größere Displays, die blinken heller und größer und viel schöner, aber wir haben ein zeitloses Design und das finde ich wirklich nicht schlecht. Platz habe ich hier auch sehr gut in dem A3. Ich bin 1,80 Meter groß, habe hier wunderbar Platz, kann hier gut sitzen. Ich sitze zudem auch auf sehr schönen Sitzen, die wirken auch nach einer gewissen Laufleistung noch nicht groß verschlissen. Wir haben keine Sportsitze dabei, die gibt es in der anderen Ausstattung. Wir haben den A3 als Attraction, also als Grundversion. Der bringt diese Seriensitze mit, finde ich aber nicht schlecht. Warum nicht? Kann man durchaus machen. Was bei Audi natürlich immer sehr gut ist, ist die Verarbeitungsqualität. Jetzt schaut euch mal den kompletten Innenraum an hier. Aufgeschäumte Materialien haben wir hier oben. Dann haben wir hier aufgeschäumt alles. Sehr schön gemachtes Design mit den beiden runden Lüftungsdüsen hier. Auch alles hier aufgeschäumt. Unten geht es dann weiter mit etwas Hartplastik und ein bisschen Softlack. Dann hier auch schön, das ist dann wiederum Hartplastik hier, ja, in Ordnung, sage ich mal, für die Klasse. Alles in allem sehr gut gemacht. Um euch die Funktion zu zeigen, starte ich mal kurz den Motor. Einmal habe ich den Schlüssel parat, wie gesagt, Schlüssel parat ausklappen. Das Zündschloss befindet sich hier. Wir betätigen einmal die Kupplung und starten den Motor.
Ja, Batterie ist etwas schwach, aber das soll uns erstmal nicht stören. Das wird im Fahrbetrieb wieder besser. Wir haben hier auf der linken Seite, erstmal mache ich die Lüftung ein bisschen runter. Wir haben dann hier auf der linken Seite einen Türöffner, schön auch mit Silber ausgeführt, sehr schick. Dann haben wir hier die Öffnungsmöglichkeit für die Türen und das Verschließen natürlich. Dann haben wir unten weiter 4 elektrische Fensterheber, auch alle sehr schön beleuchtet in Rot. Ihr seht es gerade, wir können die hinteren Fenster auch sperren und für vorne haben wir da nochmal die Verstellmöglichkeit für die Außenspiegel. Einmal hier, da haben wir den Lichtschalter, der hat bei uns unserem Modell auch die Autofunktion, sprich wir haben einen Lichtsensor. Wir können dann nochmal die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung regeln und auch die Leuchtweitenregulierung benutzen. Über dem Lichtschalter geht es weiter mit einer kreisrunden Lüftungsdüse und wir kommen weiter zum Bordinstrument. Das zeigt uns gerade sehr dezent an, dass wir einmal bald wieder tanken müssen. Wir haben auf der linken Seite ein Drehzahlmesser, der geht bis 8000 Touren. Bei ungefähr 6,5 fängt der rote Bereich an. Auf der rechten Seite haben wir dafür dann den normalen Tacho, der geht bis 260 km/h. Auto fährt deutlich unter 200, ja gut, geht in Ordnung. Darüber haben wir dann 2 Instrumente. Einmal zeigt es uns an, dass der Tank wirklich sehr leer ist, wir haben 0 km Reichweite. Zeigt uns das Instrument auch nochmal an, das ist bei Reserve und auf der linken Seite haben wir nochmal die Kühlwassertemperaturanzeige. In der Mitte haben wir dann eine kleine Multifunktionsanzeige, nennt sie per Audi immer Fahrerinformationssystem, FIS genannt. Wir haben dann nämlich an dem Wischerhebel 2 Tasten, damit können wir gleich durchschalten. Wir haben zum Beispiel unten Durchschnittsverbrauch, aktueller Verbrauch, Fahrzeit, Reichweite und so weiter haben wir hier. Darüber haben wir dann immer die Temperatur und wenn wir das Radio eingeschaltet haben, was ich jetzt mal kurz mache, aber gleich wieder leise drehe, dann hätten wir oben auch, wenn wir nicht angezeigt bekommen, dass der Wagen im Reserve ist, hätten wir oben auch die Möglichkeit, das Radio einzuschalten und da die Sender zu sehen. Wir haben zudem dann hier nochmal die Möglichkeit, Einstellungen abzufragen und das Menü auszuschalten gleich. Drüber hätten wir dann, wie gesagt, den Radiosender. Und wir haben nochmal 2 kleine Displays, die seht ihr jetzt gerade recht schwierig, auch in Rot beleuchtet. Linke Seite haben wir die Funkuhr und darunter das Datum und auf der rechten Seite den Gesamtkilometerstand, der bei unserem Modell 116.000 beträgt und darüber einmal den Tripcomputer, also sprich den Kurzzeitspeicher. Wir fahren weiter mit dem Lenkrad, das sieht bei unserem Modell so aus. Ich nehme ehrlich gesagt an, das wurde mal neu bezogen, weil so kenne ich das nicht, muss ich gestehen. Wir haben nämlich hier rote und weiße Nähte und auch nochmal so ein schönes perforiertes Leder. Also sieht schön aus, der Wagen hat ja wahrscheinlich auch von der Basis her ein Lederlenkrad, obwohl ich das gerade bezweifle, weil wir haben auch einen Kunststoffschaltknauf. Also ich vermute mal, der hatte gar kein Lederlenkrad und da wurde eins nachgerüstet. Finde ich aber schön, sieht gut aus. Schön gerade mit dem perforierten Leder, kann man machen. Gut, wir haben hinter dem Lenkrad dann die beiden Hebel, natürlich ganz normal Blinkerhebel und der Wischerhebel, unserem Modell auch mit dem Regensensor. Und wir haben nochmal den dritten Hebel, das ist hier der Tempomatenhebel. Darüber können wir den Tempomaten bedienen. Und übrigens auch, kleine Insiderwissen, in dem Lenkrad verbirgt sich auch nochmal der Single-Frame-Kühlergrill. Der ist hier nochmal so als Design abgesetzt. Wie gesagt, 2 Lüftungsdüsen haben wir in der Mitte. Wir haben dann hier nochmal die Möglichkeit, das serienmäßige ESP auszuschalten. Wir haben die Warmlenkerlage in der Mitte. Übrigens auch ein sehr schöner Sound vom Taster. Daran merkt man die Qualität des Audis. Wirklich eine sehr gute Qualität. Und wir haben hier nochmal ein Ablagefach. Das ist, glaube ich, auch... Nein, das ist nicht mit Filz ausgekleidet. Aber gut, da kann man eine Karte reinpacken oder dergleichen. Darunter haben wir dann, wie gesagt, einmal das Radio. Wir haben hier ein Ein-DIN-Radio. Es gab 2006 eine Umstellung, da wurden die Radios dann größer, da waren es Doppel-DIN-Radios. Wir haben hier dabei das Audi Konzert. Serienmäßig war gar kein Radio. Es gab gegen Aufpreis dann das Audi Chorus, das hatte ein Kassettendeck. Gegen weiteren Aufpreis gab es noch größere Systeme, zum Beispiel auch ein größeres Navi-System. Und 2006, wie gesagt, waren das Doppel-DIN-Geräte. Wenn ihr jetzt ein Doppel-DIN haben wollt, müsst ihr hier einen anderen Schacht einbauen. Das ist eine bisschen große Fummelei, weil hier ziemlich alles demontiert werden muss. Aber wenn man das möchte, kann man das machen. Nimmt man sich einen Tag Zeit und dann baut man sich hier ein neues Radio ein. Gut, darunter unter dem Radio haben wir hier die Klimaautomatik dabei, finde ich auch sehr gut gemacht. Wir können hier links die Temperatur regeln, ist gerade auf High gestellt, sprich auf maximale Heizungsanlage. Wir haben in der Mitte hier die Gebläsestufen dabei, Umluft zum Beispiel, Klimaautomatik können wir oder Klimaanlage können wir einschalten und natürlich auch die Automatikfunktion. In dem Moment würde dann die Klima automatisch zum Beispiel auf 27,5 Grad den Wagen erwärmen. Und drunter haben wir natürlich nochmal Funktionen für die Frontscheibenheizung, genauso auch für die Heckscheibenheizung. Hier unten in der Mitte haben wir dann ein Ablagefach, das ist auch recht groß gemacht, da passt gerade mein ganzes Handy rein.
Das ist auch schön rutschfest ausgekleidet, finde ich schön. Wir haben also kein Raucherpaket hier dabei. Den A3 gab es ja auch mit Raucherpaket. Dann wäre hier ein Aschenbecher. Wir haben aber das normale Ablagefach. Wir haben dann einen schönen 6-Gang-Handschalter. Der FSI kommt immer mit einem Handschalter. Der normale 1,6er Saugmotor, der kein Direktanspritzer ist, kommt mit dem 5-Gang-Getriebe. Also Vorteil für den FSI. Wir haben 6 wunderbar gut zu schaltende Gänge. Und wir haben den Rückwärtsgang vorne links und wir haben auch eine Einparkhilfe in diesem Fahrzeug. Gut, dann haben wir hier eine Klappe, darunter verbirgt sich dann einmal der Zigarettenanzünder, beziehungsweise bei unserem Modell, wir haben das Nichtraucherpaket, ein 12 Volt Anschluss. Dann haben wir hier nochmal die Handbremse, ganz typisch, und wir haben hier eine kleine Jalousie, die wir aufziehen können. Da haben wir einen Cupholder darunter, den teste ich natürlich sofort. Ich habe nämlich hier mal meine Flasche mitgebracht, die habe ich hier in die Tür gelegt. Da können wir wunderbarerweise auch eine Flasche reinklemmen. Passt sehr gut. Und dahinter haben wir nochmal einen kleineren Cupholder für eine kleinere Flasche zum Beispiel. Genau. Was wir nicht haben, ist eine Mittelarmlehne. Die ist leider nicht dabei. Gut, könnte man sich sicherlich auch nachrüsten. Gut, auf der rechten Seite geht es weiter. Wir haben hier ein Handschuhfach. Das öffnen wir einmal so. Das ist auch relativ groß, wie ihr gerade seht. Ist auch schön beleuchtet. Und wir haben hier alle möglichen Anleitungen drin und die Bordliteratur. Wie gesagt, eine Lampe ist dabei. Ansonsten sehe ich jetzt nicht viele Funktionen mehr. Ich gucke gerade mal, ob es kühlbar ist. Sieht mir aber nicht so aus, weil da habe ich keinen Schalter für. Nee, das habe ich nicht. Aber gut, es ist mit Filz ausgekleidet und es passt eine Menge rein. Ist beleuchtet. Das passt. Wir kommen weiter zur rechten Türblende. Die sieht genauso aus wie die auf der linken Seite. Auch mit diesem Stoff gemacht. Nicht schlecht. Und wir haben unten ein Ablagefach, wo meine Notizen drin sind. Da passt aber leider keine Flasche rein. Die können wir höchstens so reinklemmen oder auch reinlegen. Aber mehr geht damit leider nicht. Wir kommen weiter zum Dachhimmel. Da haben wir hier einmal den abblendbaren Innenspiegel, auch automatisch bei unserem Modell. Wir haben hier die Möglichkeit, das ein- und auszuschalten. Und hier oben haben wir die Lichtsteuerung für das Fahrzeug. Wir machen es mal an. Dann haben wir hier nämlich die Innenraumbeleuchtung dabei. Und wir können es auch komplett deaktivieren oder eben bei Öffnung der Tür. Und wir haben 2 Sonnenblenden dabei, auch mit Kosmetikspiegeln, die aber leider nicht beleuchtet sind. Und hier nochmal so eine kleine Lasche zum Einstecken eurer Parkkarte. Gut, wir haben vorne dann auch Angstgriffe für den Fahrer ebenfalls. Was wir nicht haben, ist ein Brillenfach, da achte ich immer ein bisschen drauf, haben wir hier leider nicht dabei. Zum Schluss die Rundumsicht. Ich sehe den Wagen so. Genau, so sehe ich den Wagen, Lenkrad gerade machen. Ich sehe die Motorhaube leider nicht, aber ich habe einen guten Rundumblick. Ich habe hier die A-Säule, der Außenspiegel ist ein bisschen flach gestaltet, aber reicht noch aus für die Größe des Autos. Hier habe ich die B-Säule, C- und D-Säule. Die D-Säule ist ein bisschen breiter, da würde ich auf jeden Fall nochmal den Außenspiegel zur Rate ziehen und beim Einparken hilft euch die Einparkhilfe. Dann auf der linken Seite haben wir nochmal die A-Säule, geht in Ordnung und auch die B-Säule ist nicht zu breit. Die B-Säule kommt hier auch nochmal mit der Gurthöhenverstellung, finde ich immer sehr gut für unterschiedliche Fahrertypen. Wenn ihr in den einschlägigen Börsen nach einem Audi A3 8P sucht, findet ihr ungefähr 7000 Exemplare, ungefähr 4000 entfallen darauf auf den Sportback. Das startet man bei etwa 2000 Euro, das Exemplar ist aber dann schon sehr viel gelaufen und auch unbedingt nicht so ungepflegten Zustand. Bei 3000 Euro starten die ersten Sportback und ab 5000 Euro bekommt ihr dann die ersten wirklich guten Exemplare. Als Ausstattungsvarianten bekommt ihr einmal den Attraction, das ist die Basisvariante, den Ambiente, das ist eher die elegante Variante mit ein bisschen Holz im Innenraum und dann noch den Ambition oder Ambition, wie man auch immer aussprechen möchte. Das ist dann eher die sportliche Variante mit größeren Alufelgen und einem tiefer gelegten Fahrwerk. Das wäre so meine Wahl. Zudem bekommt ihr dann noch verschiedene S-Line-Pakete für außen und auch für den Innenraum. Achten solltet ihr darauf, die Klimaanlage kostet immer Aufpreis und auch das Radio war erst ab dem Facelift serienmäßig. Sehr gut ist, dass immer serienmäßig ist das ESP, schon seit das Modell 03 auf den Markt kam. Und auch elektrische Fensterheber gehören immer zum Serienumfang. Wir haben hier den 1,6 Liter FSI Berend Benzin Direkteinspritzer mit 116 PS. Der hat auch passenderweise 116.000 Kilometer auf der Uhr, ist Baujahr 2005 und kostet hier beim Autohaus Auto4U in Berlin noch 6.000 Euro. Das finde ich ein guter Kurs für das Auto. Willkommen im Fond des Audi A3 Sportback. Wir schauen uns mal an, wie man hier sitzen kann. Ich bin immer noch 1,80 Meter groß und ihr seht es, ich habe hier Platz. Ich habe hier nur eine geringe Kopffreiheit, das merke ich gerade. Ich habe hier ungefähr noch 2 flache Hände Platz. Zur Seite hin geht es aber wunderbar in Ordnung. Und auch für die Knie ist, wenn der Fahrersitz auf meine Größe eingestellt ist, immer noch weitaus genug Platz. Gut, was für Funktionen haben wir hier hinten? Wir haben hier einmal Angstgriff dabei, der auch sehr elegant langsam nach oben schwingt. Wir haben hier einen kleinen Kleiderhaken, wir haben hier einen Türgriff. Wir haben hinten getönte Scheiben, auch sehr schön. Wir haben elektrische Fensterheber hinten.
ein Lautsprecher, aber leider keine Ablage für eine Flasche oder so. Wir haben leider auch keine Gepäcknetze an den Sitzen dran. Wir haben dafür hier ein kleineres Fach, was rutschfest ausgekleidet ist, und hier drüber auch nochmal ein Fach. Sowas wie ein Zigarettenanzünder, sowas wie ein Aschenbecher, aber der ist nicht wirklich dafür gedacht. Dann haben wir in der Mitte noch eine Mittelarmlehne, die können wir ausklappen. Da haben wir hier ein kleines Fach. Da befindet sich sonst immer das First Aid Kit drin, hat unser Modell im Kofferraum. Und hier vorne haben wir auch zwei Cupholder dabei, sogar mit so einem kleinen Abstandshaltern hier. Da kann man auch ganz gut eine Flasche reinstellen. Gut, das ist soweit gut. Und wir haben auch eine Durchreiche sogar. Die können wir hier ausklappen. Da kann man entweder was aus dem Kofferraum rausnehmen oder auch lange Gegenstände einladen. Gut, dann schaue ich mir aber noch zum Schluss an, wie kann ich denn in der Mitte sitzen. So, jetzt sitze ich hier in der Mitte im A3 Sportwagen und ihr seht mich kaum noch. Ich habe oben ein bisschen mehr Platz sogar. Das Dach geht also quasi so ein bisschen nach in die Mitte, nach oben. Wir haben hier auch noch übrigens ein Lämpchen oben mit zwei Leselampen, sage ich mal. Ich kann in der Mitte relativ manierlich sitzen. Ich würde es also auch mitmachen für eine kleinere Tour. Ich sitze aber auf den Gurtpeitschen, die allerdings sogar starr sind. Also Kinder können sich ja gut anschnallen. Sag mal, kleinere Etappe hier hinten geht. Im Kofferraum des Audi A3 Sportback haben wir ein Volumen von 370 bis 1140 Liter. Und so sieht das Ganze aus. Momentan haben wir noch die Fußmatten drin, das Preisschild, das soll ich erstmal nicht stören. Wir haben hier auch so eine kleine Kofferraumeinlage vom Audi A3 direkt drin. Die kann ich einmal kurz rausnehmen oder nach oben nehmen, besser gesagt. Und dann habe ich hier auch noch mal so ein kleines Fach drunter. In dem Fach ist dann zum Beispiel das Reserverad dabei und das Bordwerkzeug. Gut. Ansonsten habe ich hier nicht viel. Ich habe hier zum Beispiel eine kleine Kofferraumbeleuchtung, ein paar Haken zum Befestigen von ein paar Sachen, ein paar Einkäufen zum Beispiel. Auch nochmal hier ein Haken auf der Seite. Hier noch kleine Verzurrösen hinten dran. Na, die seht ihr nicht wirklich, doch dahinter sind sie. Genau, und hier vorne auch nochmal an den Ecken dran. Genau, wir haben die Durchreiche, wie gesagt, haben wir eben schon gesehen. Und hier oben auch nochmal einen kleinen Haken. Zum Erweitern des Kofferraumvolumens können wir natürlich die Rücksitze umklappen. Die können wir im Verhältnis 40% auf der linken und 60% auf der rechten Seite umklappen. Dazu können wir hier einfach diese Verriegelung lösen und die einmal nach vorne klappen. Und dann haben wir hier den Kofferraum einmal maximiert. Willkommen beim Fahrbericht jetzt mit dem Audi A3 Sportback 1.6 FSI. So, wir haben diesen kleinen Motor dabei. Das ist ein Direkteinspritzer, auf den war Audi damals ziemlich stolz. Das war eine recht neue Entwicklung, sage ich mal. Hat einen Nachteil, ihr müsst mit dem Wagen immer Super Plus tanken, also teurer Sprit. Von der Sache her ist der ausreichend, hat 6 Gänge, was ihm beim Sparen auf der Autobahn ein bisschen helfen kann. Er vollbringt aber keine Wunder. Es ist ein 6er mit knapp über 100 PS, 116 PS hat er ja, fährt. Aber nicht mehr, nicht weniger, ist ein guter Alltagsmotor. Der kleine 1.6er ist bei uns verbunden mit einem Handschaltgetriebe. 6 Gänge, wie gesagt, sehr gut zu schalten. VW und Audi komplett können Getriebe bauen. Das finde ich wirklich sehr gut. Er schaltet sich sehr direkt, auch noch nach, wie gesagt, knapp 120.000 Kilometern. Schön direkt, wirklich tolle Gangführung, kurze Schaltwege, so muss es wirklich sein. Ich gehe weiter zur Lenkung. Lenkung ist gut. Ich kann sie natürlich hier nur auf einem kleinen Gelände testen, sage ich mal. Da kann ich ja maximal so 30-40 km/h fahren. Aber auch da merke ich schon, sie ist wirklich direkt. Sie ist recht leichtgängig. Bei größeren Autobahnetappen ist die Lenkung da nicht zu indirekt, so dass man auch noch einen guten Fahrbahnkontakt hat. Aber gerade in der Stadt ist sie wirklich sehr leichtgängig. Einparken fällt damit wirklich leicht. Die ist übrigens auch, war das eine Neuheit bei dem Audi A3, elektromechanisch. Das Fahrwerk kann ich auch nur in Teilen testen, sage ich mal hier, aber ich habe hier wirklich viele schiefe Untergründe, sage ich mal, das ist ganz gut zum Testen des Komforts, der geht es in Ordnung. Das Fahrwerk ist aber tatsächlich mehr auf Dynamik ausgelegt. Finde ich auch gar nicht schlecht, den Wagen kann man sehr gut fahren damit. Wie gesagt, wenn wir einen Ambition hätten, also die kleine Sportversion oder sage ich mal die sportliche Ausstattung, dann wäre das Fahrwerk auch nochmal 15 mm tiefer, das ist es hier nicht. Damit haben wir wirklich noch ein bisschen mehr Komfort und das geht auch stark in Ordnung. Dann kommen wir noch abschließend zur Sicherheit des Audi A3 Sportback, Baujahr 06. Wir haben 4 Sterne im Euro NCAP Crash Test, also nicht die Höchstwertung, aber immerhin 4 von 5 Sternen. Wir haben ESP und ABS serienmäßig. Klar, Audi lässt sich da kein X vom U machen, wie man so schön sagt. Haben also schon mal ein sicheres Auto, auch 6 Airbags sind immer dabei, finde ich gut. Wir haben noch keine Assistenten in diesem Auto. Wir haben als einzige Assistenzsystem, sage ich mal, das ist das einzige Assistenzsystem, haben wir eine Einparkhilfe hinten. Kann man jetzt nicht wirklich zu den Assistenten zählen. Erst ab dem Facelift gab es dann sowas wie zum Beispiel einen aktiven Parkassistenten und einen Lichtassistent, also einen Fernlichtassistent. Ja, das gab es ab dem Facelift.
aber noch nicht davor. Wie bei jedem Gebrauchtwagen schaue ich mir auch beim A3 natürlich die typischen Mängel an. Welche Mängel hat das Modell denn typisch? Wir starten mal im Motorraum, denn wir haben ganz bekannt die TFSI-Benziner. Eigentlich eine schöne Idee, ein Turbo-Benziner mit einem Turbolader, wie gesagt, und einem kleinen Hubraum, der ist verbrauchsarm, aber trotzdem spritzig, hat beim A3 oder auch bei verschiedenen Audi- und VW-Modellen aber gerne mal das Problem, dass die Steuerketten reißen oder sich längen und dadurch einen Motorschaden verursachen. Das kündigt sich aber früh noch an durch Klappern der Steuerkette, also achtet auf jeden Fall darauf, wenn ihr so einen Fahrer Probe fahrt, ob die Steuerkette klappert. Ob im Kaltstart ist das relativ normal, aber beim Fahren sollte das nicht mehr auftauchen. Dann gehen wir gleich mal weiter zu den Dieselmotoren. Es gibt ja viele TDIs, sehr schöne Triebwerke beim Fahrzeug. Wir haben eines Teils die Pumpe-Düse-Motoren. Die sind ja für ihre lange Laufleistung wirklich bekannt. Die sind sehr standfest, aber haben einen Nachteil. Die Pumpe-Düse-Elemente, die geben gerne mal auf. Wenn sowas ersetzt werden muss, geht es recht ins Geld, weil ein Pumpe-Düse-Element ist schon recht teuer. Bei den anderen Dieseln, also bei den Common Rail Dieseln, die kamen dann nach den Pumpe-Düse-Dieseln, ungefähr so zum Facelift des A3, gibt es ein Problem mit den Hochdruckleitungen. Das ist ja ein Common Rail, ein geschlossenes System quasi, umlaufendes. Da gibt es gerne mal Probleme mit den Hochdruckleitungen. Alle diese Motoren eint, dass sie öfter mal Probleme mit den Turboladern haben. Zudem leiden die stärksten Diesel, die 170 PS Versionen, gerne mal unter rissigen Zylinderköpfen. Eine Sache zu den Benzinern gibt es noch zu sagen, da streikt gerne mal das AGR-Ventil. Das ist ein Ventil, das soll bestimmte Abgase wieder in den Verbrennungstrakt leiten, um die nochmal zu reinigen. Das funktioniert oft nicht ganz so, die Elemente verkoken, dann müssen gereinigt oder ersetzt werden. Und zudem das Zwei-Massenschwungrad, ein Teil der Kupplung, das soll Vibrationen verhindern, ist im Alter aber gerne mal defekt und unbedingt, wenn ihr die Kupplung neu macht, macht unbedingt auch das Zwei-Massenschwungrad neu, weil wenn die Kupplung ausgebaut wird, muss das Teil eh ausgebaut werden und kann auch gleich ersetzt werden. Gut, das war es soweit mit den Motorschwachstellen beim A3. Dann haben wir noch so kleinere Schwachstellen, zum Beispiel, das hat unser Modell nicht. Es gibt Modelle mit einem sogenannten Open Sky Panoramadach, eine tolle Sache. Da habt ihr ein Element oben, was man quasi zurückschieben kann. Und wir haben ein Halbcabrio, sage ich mal. Die werden aber gerne mal undicht. Das ist ein kleines Problemchen beim A3. Wir schauen uns mal den Innenraum an. Da gibt es so kleine Probleme, und zwar mit dem sogenannten Softlack. Den haben wir hier zum Beispiel drauf, auf den Fensterheberschaltern. Ihr seht es hier ganz leicht an dem Beifahrer. Fahrerfensterheber zum Beispiel, ist aber hier überhaupt noch nicht ausgebreitet, sage ich mal. Das haben wir bei verschiedenen Modellen, die noch mehr gelaufen haben, deutlich mehr. Da sind dann die ganzen Tasten weiß, weil dieser kleine Lack drauf fehlt. Unser Modell ist hier ein Schalter. Die S-Tronic-Getriebe haben teilweise auch Probleme mit den Steuergeräten davon. Die schalten dann nicht mehr richtig, muss ersetzt werden, ist auch recht teuer. Unser A3 ist zudem auch voll verzinkt oder jeder A3 dieser Baureihe ist aber gerne mal auch rostig hier an Kanten zum Beispiel oder hier so an kleinen Stellen, wo hier Sachen verschraubt sind, wie diese Zierleiste außen hier, ist bei dem Modell zum Glück nicht so. Der halt ist komplett rostfrei, so muss es sein. Dieser A3 hier ist als Gebrauchtwagen noch richtig beliebt. Angesichts der großen Vielfalt der modernen Technik und des schönen Designs wundert mich das kaum. Auch ich stand schon mal kurz vor dem Kauf eines Audi A3 Sportback. Dabei würde ich auf jeden Fall darauf achten, auf die einigen Mängel, die er hat, denn einige davon können wirklich ins Geld gehen, da ist Vorsicht geboten. Trotzdem würde ich den Wagen empfehlen, er markiert mit dem BMW 1er für mich die Stütze der Kompaktklasse. Wie gefällt euch der Audi A3 8P oder 8PA? Habt ihr vielleicht sogar so ein Modell und könnt berichten, wie zuverlässig er im Alter ist? Ich freue mich auf eure Berichte. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, dem Abonnieren meines Kanals und das Hinterlassen eines Feedbacks in den Kommentaren. Ich sage bis bald hier bei 4 Rädern.